Wo steht es? Hexer. Okay. Unser Zucker ist Seid dein willkommen. Zucker. Worüber sollen wir sprechen? Ich bin mit dem Magiergülde fertig. Bitte teilt eure Gedanken mit mir. Habe ich irgendwas, was ich ablegen kann? So mal eben vorerst nicht. Ja, Leute, dann machen wir mit der Pilgerreise weiter, oder? Ich meine, wenn wir mit der Magiergilde an sich schon fertig sind, bei der Kriegergilde müssen wir auch erst befördert werden, sprich also in einem anderen Dorf die Kriegergilde machen, dann machen wir weiter mit dem Tempel. Oder was hätten wir sonst noch alles für Aufgaben? Ja, eine Menge. Das möchte ich aber nicht. Die Schöne und der Bandit. Soll ich das fertig machen? Ich könnte eigentlich das fertig machen. In Tel Arun besuchen. Wo ist denn Tel Arun schon wieder? Hier ist über Vivek. Und Ebenherz. Selenin, Pelagiat. Felde von Kumo. Ah! Marandus, Zoran. Wolfenhalle? Da war ich? Wow. Geisterpforte, Festung der Mondfahrtlegion, Balmora. Odai-Plattform, Lawat, Caldera, Aldrun, Mahgan. Eingang der Koalhöhle, Knisis, Aldveloti und Cool. Okay, habe ich noch nicht. Dann lasse ich die Quest erstmal. Die Silberschale wäre... Da müsste ich nochmal nach Pelagiat. Ach, wisst ihr was? Wir machen die Quest mal. Holen wir uns die Silberschale. Die Pilgerreise kann warten bis zum nächsten Mal. Natürlich ist er wieder geschlossen. Ich bleib, grüße solange euch. Ihr wollt. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Wie beide unterschiedlich und doch gleichzeitig dasselbe sagen. Wow, E.T. lebt! Das sieht doch echt aus wie E.T., oder? Das, der Körper, der schlanke Hals und dann dieser Kopf. Wow, geil, oder? Haha! Ich werde von E.T. besucht. So, ich muss nach Pelagiat. Aber ich komme hier nur. Ich komme doch nur zu Fuß nach Pelagiat, oder? Ach, Mist. Wie war der Weg nochmal nach Pelagiat? Festung und Mondfahrtlegion. Pelagiat, da bin ich aber bei Selenim näher dran. Nach Selenim. Wo möchtet ihr denn hin? Was willst du? Naja. Reisen wir nach Pelagiat. Unterwegs sammeln wir viele schöne Sachen. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Schleppschwanz? Der hat ja gar nichts. Brettpilz. Was haben wir denn da? Nein, ich wollte hier Seelenfalle machen. Mist. Sternfahren. Cool. Okay, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also der eigentliche Weg, besser gesagt. Aber wir finden hier trotzdem ein paar schöne Sachen.
ist der eigentliche Weg. Aber hier gibt's auch nichts. Doch, davon habe ich Pilze vergessen. Ich will so gerne mal einen Schlickschreiter angreifen. Vorne waren Straßen. Ein Netsch. Feuerball. Treffer. So, mal hängt er. Dann kann ich Bogenschießen üben. Daneben. Ich habe ihn getroffen und getötet. Okay. War der so einfach? Ein Schuss Treffer? Okay, es war zwei Schüsse Treffer, aber mit einem Treffer getötet? Naja, wieso nicht? So, erst die Pilze und dann nachsehen, wo ich hin muss. Nach Pelagia zu kommen. Mora, Vivek, Pelagia. Also doch der richtige Weg. Wo würde denn dann der Rest überall hinfahren? Ebenherz, Sedanin, Gnaramok und Laoad. Mitch. Ja, okay, ich habe leider die Seele nicht fangen können. Mist. Aber hier. Eventuell. Wenn er lange genug überlebt. Jep, tut er. Ja. Das macht 3 Punkte weg. Langwaffe auf 54 erhöht. Damit fehlt nur noch ein Punkt. Und ich habe eine Seele gefangen. Das kenne ich irgendwoher. Mora Pelagiat. Oder zumindest glaube ich das. Ja, ich würde jetzt nicht extra hinter. Für Netzspuren würde ich hintergehen, aber nicht für eine Schlammkrabbe oder einen Klippenläufer. Was haben wir denn da? Kornbeeren. Und die Andrano-Ahnengruft. Speichern. Eine neue Ahnengruft entdeckt. Da unten liegt ein Toter. Draken. 18 Kilo, die kann ich noch mitnehmen. Schwerer Schild. 14 Kilo, die gehen nicht mehr. 5 Kilo gehen noch. 2 Kilo. 2 Kilo und das war's dann. Die teuren Schuhe nicht mehr. Sollte noch gehen. Heiliger Velot-Schrein. Ja, 5 Draken können wir spenden. Sibi Wiederherstellung? Vilots Meditation? Also, machen wir mal die Meditation. Magie festigen, 10 Punkte, geil. Also, das ist echt mal geil. Erst. Stirb! Stirb! Ja, okay, nicht stirb, sondern einfach nur mal treffen. Wieso kämpfe ich eigentlich mit der Lampe?
musst doch nur einmal treffen. Komm schon. Ah! Du sollst treffen. Mittlere Rüstung hat sich verbessert. Ich muss rasten. Ich muss vor allem treffen. Ich muss doch nur einmal treffen mit diesem blöden Dolch. Ach, wisst ihr was? Ich werde danach sowieso rasten. Und da ich im Feuer im Nahkampf bin, kann ich Feuerbiss machen. Oder was war das andere? Was wir hatten? Eisbiss. Kostet beides 6. 15 bis 30. 15 bis. Ja, egal. Ein bisschen Zerstörungsskill. Wo ist der denn hin? Ach, er hat nichts. Ich kann nicht rasten, es befinden sich Feinde in der Nähe. Immer noch. Immer noch. Vielleicht dort oben. Dass ich dann über den Feinden bin. Draußen. Ja, bist geheilt. Meine Rast wurde gestört. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ein Skript? Machen wir... Ach, ich will gar nicht... Ich will die Seele eines Skripts eigentlich gar nicht fangen. Ja, hier ist Lähmung heilen auch nicht wichtig, also werde ich es nicht anwenden. Halt. Stirb, Abschaum! Was er sagt jetzt? Okay. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Verdammt! Ich habe einen Punkt vergeigt. Ich habe Seelenfalle drauf. Gott. Kann ich denn jetzt bis geheilt? Aber wisst ihr was? Ich möchte nochmal laden. Scheiße! Ich habe nur davor gespeichert. Aber wisst ihr was? Das ist es mir wert, weil ich habe einen Punkt jetzt vergeigt, dadurch, dass ich Zerstörung geskillt habe. Das möchte ich nicht machen. Da kämpfe ich lieber nochmal gegen den Geist. So, die Draken. Jetzt hat er eiserne Schulterplatte links. Und eiserne zu viel. So, Rost des Heiligen Meeres. Ah ja, weil ich keine Ausdauer hatte. So. Komm, Ferek, geh drauf! Nimm die Seelenfalle! Ja. Ektoplasma. Aber die Seele... Ich hatte offenbar keinen guten Seelenstein. Nur den Quarmakundschafter konnte ich fangen auf. Die Seele von dem war zu groß. Schade. Magie festigen.
So, ich bin vorhin erstmal da lang gegangen. Hier muss doch irgendwo noch ein Geist sein. Sonst hätte ich vorhin rasten können. Ein Seleklett Bogenschütze, geil! Verdammt! Moment mal, der trifft jedes Mal und macht dann Lähmung. Doch irgendwo Lähmung heilen mit Ausdauer und Lebensenergie wiederherstellen, geil. Ich habe Magie widerstanden. Da drin ist irgendwo einer. So. Grauer Schaft der Fesselung. Lähmung für 10 Sekunden. Langbogen geht mit. Nee, die Pfeile gehen leider nicht mit. Dann lasse ich den noch da liegen. Aber andererseits, lieber nehme ich die Pfeile mit als den Langbogen. Okay. Vielleicht kann ich ja deine Seele fangen. Oh, Moment mal. Ich sollte doch eigentlich rasten, oder? Total vergessen. Ich hab die Seele gefangen. Yay! Knochenmehl. Aber ich kann hier nicht sofort rasten. Knochenmehl. Ja, das wiegt zu viel. Das wiegt vermutlich auch zu viel. Feuersatz, der könnte gehen. Geht. Hier kann ich nicht rasten. Hier auch nicht. Nein. Ja, bist geheilt. Geil. Okay, am meisten Punkt, also Glück schon mal, dann haben wir 47 Glück. Am meisten Punkte bringen mir Stärke, Intelligenz und Charisma. Und da habe ich... Ja, vielleicht ist mal das, wo wir die wenigsten Punkte haben. Da haben wir 42. 42. Willenskraft. Beeinflusst eure Widerstandskraft gegenüber Magie und eure maximale Ausdauer. Okay. Stärke, Intelligenz oder Charisma. Ich würde tatsächlich hier eine Stärke skillen. Da können wir noch mehr tragen. Beeinflusst, wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viel ihr tragen könnt, eure maximale Ausdauer und wie viel Schaden ihr im Nahkampf anrichtet. Nicht schlecht, oder? Oder bestimmte maximale Magiewerte wäre auch nicht schlecht. Ja, den Mist bräuchten wir eigentlich. Dann könnten wir nämlich endlich Levitation zaubern. Oder Charisma beeinflusst eure Fähigkeit, mit anderen Charakteren auszukommen und den Grad eurer Beliebtheit. Aber ganz ehrlich, Stärke wäre mir lieber. Ja. Wovon hängt denn Zerstörung eigentlich ab? Willenskraft. Passt eh. Ja, okay, aber Willenskraft habe ich jetzt auf wie viel? 44. Und Zerstörung ist eh schon auf 46.